YouTube. Wir spielen heute Ebola 3. Wir haben schon die Demo gespielt auf dem Hauptkanal, jetzt hier live auf Twitch und natürlich auch dann für den YouTube-Zweitkanal spielen wir Ebola 3 im Early Access. Ich weiß gar nicht, wie viel Ebola im Early Access drinsteckt, aber ich denke mal, es ist noch nicht das komplette fertige Spiel, oder? Obwohl hier unten Version 1.0 steht und 1.0 deutet ja eigentlich immer an, dass ein Spiel fertig ist, ne? Also wie gesagt, wir haben die Demo gespielt, war im Grunde der Prolog des Spiels und jetzt dippen wir hinein in die Vollversion. Liebe Herzen und Bussis gehen raus an Skjör, denn der hat das Ganze hier gesponsert mit seiner Liebe und wir starten jetzt ein neues Spiel. Let's go! Ja, wir nehmen Mittel. Ebola! Dieses Spiel wird von einer Person entwickelt. Das Spiel befindet sich in Early Access und kann daher Fehler enthalten. Das Endprodukt wird anders sein. Wenn Sie auf einen Fehler stoßen, informieren Sie mich bitte in der Community des Spiels. Achtung! Wenn du den Cheatcode mindestens einmal pro Spiel verwendest, bekommst du in diesem Spiel keine Fortschritte. Okay. Eine Person. Studio presents. My name is David and I'm going to tell you my gruesome story. I worked as a military contractor until I stepped on a landmine. And that is where my real nightmare began. The first flight took me to the hospital on Broad Street. It was an underground science lab, Mole 529. It was built in early 2020 by experienced architects and builders. A prominent businessman, Dr. Charlie Edward, owned its entire stock. He had made a huge breakthrough in medicine and science. Hopeless patients, those who had terminal cancer, AIDS, schizophrenia, physical injuries, and other illnesses, and had lost faith in the recovery, now could be cured. The best minds from all over the world worked for Charlie. It was a significant success that was recognized by all mankind. Everything was fine until Jason, the richest and most powerful person in the world, bribed all the shareholders and became the owner of 80% of all Panicum shares. Jason was addicted to power. Moreover, he had conducted biological weapons research. When he got hold of 80% of the shares, he became the president of the Panicum Corporation. Charlie was an intelligent man who sought to help people, but he lost and had to flee across borders. Assembly in my body after that tragedy in the war, and I hope nothing has changed since the management shuffled. What the hell? Am I dead? Or is it a dream? Maybe anesthesia acted on me in such a way. I have to get out of here. How do I open this bloody door? Also man weiß, top synchronisiert. Sieht top aus. Ja, Early Access kann auch Probleme haben in alle möglichen Richtungen. Nehmen wir mal mit. Und ich weiß noch damals, die Demo, die war auch am Anfang so ein bisschen... lief nicht ganz rund, wurde aber dann besser. Was steht hier? Auf dem Papier sind geprägte Buchstaben zu sehen. Es ist unmöglich zu lesen. Uiuiuiui, nimm doch hier. Instrumente zum Reinstechen. Einhorn-Diva, hello, was geht? Ich hoffe, du bist gut aufgelegt. Detaillierte Informationen, um sich mit dem Überlebenshandbuch vertraut zu machen, öffnen Sie das Magazin, indem Sie U drücken. Dort finden Sie Rezepte zum Basteln, Mischen von Blut und eine Anleitung zur Verwendung der Karte. Ein erfolgreiches Überleben der Soldaten. Okay. Yo? Yo, die lebt noch, oder nicht? Lady? Alles gut? Die Leiche zersetzt sich. Auf dem Namensschild steht der Name Agatha Miller. Was ist das hier? Koffer. Aber irgendwie lässt er sich nicht looten. Doch jetzt. Ein Koffer. Mit meinen Klamotten.
22:07 Uhr. Na, das klingt doch super, Einhorn, lieber. Das klingt doch hervorragend. Ja, ein Stift! Schlüssel erforderlich. Eine Kerze? Ein Päckchen Blut? Hier liegen nur noch mehr Instrumente rum. Damn, I need to better search the cabinets. Maybe the answer is the clock on the wall. The clock on the wall. The answer is the clock on the wall. Ja, und was... Oh Gott, ich hab das ja mal durchgespielt. Tim, dankeschön. Ich hab das ja mal durchgespielt. Was, warte mal. Nee. Auch nicht. Hab's irgendwann mal durch. Die Clock on the Wall. 22:07 Uhr. 10:12 Uhr? Nein, das ergibt auch keinen. Das ergibt auch keinen Sinn. 10:07 Uhr? 10:07 Uhr? Irgendwann habe ich das durchgespielt. Also die Stelle habe ich auf jeden Fall gespielt. Ah, warte, spiegelverkehrt. 0722? Ha. Okay, jetzt bin ich... Warte mal, was hat er denn da eingesammelt? Nikolai, vergiss nicht, die Zeiger der Uhr zurückzudrehen. Die Zeit auf der Uhr ist bereits um 4 Stunden und 27 Minuten in Eile. Respektvoll, Holly Asher. Ach so, ja gut, der Hinweis. Der Hinweis. 4 Stunden, das heißt also, von 10 springt das Ding auf 6. Und dann nochmal 27 Minuten, das heißt also, es springt auf 5. Ah. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Und oben 7 Minuten ist es bei 12. Und dann nochmal 5, 10, 8. Das wäre also dann 17:40 Uhr. Ja! 17:40 Uhr. Der Chat total verloren, am Schwitzen, sagt, ey. Please. What's happened here? Das Spiel ist so geil synchronisiert. Oh, nice. Barbara, der Partyraum. Edie. Kinderstars sind schon echt verdammt unheimlich, ne? Der Kuchen ist auch echt verdammt widerlich. Happy Birthday. Barbara. Die alte Barb. Was haben wir denn hier? Geburtstag. Liebe Tochter, wenn du lächelst, singt meine Seele und füllt sich mit Licht. Und wenn du lachst, erfreut sich mein Herz und lebt. Schnell wieder gesund. Alles Gute für dich, Liebes. Neben dem Hauptgeschenk habe ich noch einen Clown für dich bestellt. Er kommt bald auf die Station. Es tut mir leid, süße Barbara, aber ich kann nicht zu dir kommen, weil ich ein wichtiges Treffen bei der Arbeit habe. Ich liebe dich, Dad. Moin, was geht? Ey, Joey, dankeschön für 500 Bits. Es geht nicht sonderlich viel, Joey. Nicht sonderlich viel. Wir spielen Ebola 3, ein Spiel, das gar nicht wirklich existiert. Aber es ist grafisch schon echt Bombe, ne? Das muss man jetzt mal echt sagen. Ist das eine Frau? Im Mund der Leiche ist ein Namensschild. Ja gut. Kann ich das nicht rausziehen? Ah, das ist eine Braut. Ich meine, sie hat auf jeden Fall einen üppigen Vorbau. Hey, who is there? I don't even want to imagine who might be there. Hey, wer ist da drin, ha? Komm raus! Habe ich eine Taschenlampe? Ja.
Oh, snap. Die Leiche zersetzt sich. Okay, Mr. Ross. Alexander Ross. Ich brauche einen Hammer. Oh, geil. Lila Schießpulver. Tür klemmt. Tür klemmt. Psst. Hey. Alter, danke schön. Kritisch Abhilfe. What is this shit? What the hell is going on here? I need to get out of here fast. What is this shit? What is going on here? I need to get out fast. Okay, ich brauche irgendwas hier drüben. Alter, diese Cutscenes, ne? Ah, damn, it's so bright. My skin's on fire. You! How did you get out from under the lock? You can't get out of here. See that cross? It will never let you escape from here. Monster! Stay away from me! Back off! Get away! Was ist das denn für ein merkwürdiger Dude, ne? Die Gesichtsanimationen sind auch schon irgendwie... Ich meine, die Gesichter sehen an sich ja voll gut aus. Morgan Freeman hat er für die Rolle gewonnen. Okay, Schlüssel erforderlich. Was ist jetzt los? Ah! Ja! Was bin ich, ein Dämon? Die Macht Jesu Christi. Die batscht aber böse rein. Dass du wirst die kriegen, dass du wirst die kriegen. Aber er hat gekriegt. Armer Mann, auf dem Namensschild nur der Name Wladimir zu sehen. Der sieht aber ganz schön zersetzt aus, der arme Mann. Nicht öffnen. Shit. Oh Gott, verdammt, der Drecksclown. Auch verklemmt. Irgendwie sind alle Türen hier sehr verklemmt. Etwas Glänzendes ist hinter dem Rohr. Man kann die Hand nicht erreichen. Zu hoch zum Sprengen. Ja gut, das Ganze ist Google übersetzt. Ich glaube, das Spiel ist aus Russland. Dementsprechend, ne? Und eine Person hat es entwickelt. Ich möchte es nochmal betonen. Für all die Party-People da draußen. Es ist ein Ein-Mann-Projekt. Okay, bist du tot? Munition. Alles klar, wir können hier durch. Wir können es hier durchquetschen. Aber irgendwie traue ich den Kollegen hier nicht. Oh mein Gott. Zigaretten. Der letzte Raucher. Oh shit. Warte mal, wir können noch ganz nach unten. Ui, was ist das denn? 4 Benzin. Okay, ich habe... Der Kanister ist leer. Ich habe einfach mal so 4 Benzin gefunden. Für was ist denn 4 Benzin gut? Was ist das hier? Ach, Schlüssel! Gott! Mach das nicht, Spiel. Alter, der Security-Mann da drin. Ich brauche eine Schlüsselkarte hierfür. Igitt. Bah, was ist denn mit dem passiert? Der hat einfach... Sein Dickdarm irgendwie ausgeschult. Einer Diva, bring mir ein bisschen Schokolade mit. Oder reden wir hier von der digitalen Schokolade? Einer digitalen Schokolade? Ich glaube, digitale Schokolade gibt es erst wieder 2023. Na, sagen wir eher 24.
Okay, ich habe einen Schlüssel gefunden. Was war denn hier drin? Brauchte man hier nicht irgendwo einen Schlüssel? Nee, ne? Nope. Lass mich hier an den Lappen vorbei. Oh oh. Hier. Kann ich das schieben? Oh, das hat er jetzt automatisch gemacht. Ha! Das du wirst nie kriegen. Aber er hat gekriegt. Ah, hier geht der Schlüssel rein. Silberner Schlüssel. Wow, oh Gott. Alter, was ist das? Was sind das für Jumpscares? Und wer hat die ganzen Kerzen aufgestellt? Verdammt, diese Romantik überall. Uiuiui, nettes Messer. Ball und Schlüssel, Kinderzeichnung. Welches Kind zeichnet sowas? Ball und Schlüssel. Das ist irgendwie sowas Okkultes. Ich meine, wir haben den Priester getroffen, der gesagt hat, Weiche. Was ist das hier? Eine Tasche. Jetzt habe ich mehr Platz. Hier ist übrigens mein Inventory. Das Messer machen wir mal auf die 1. Okay, das ist schon mal sehr träge. Aber ich habe nun Waffen. So, warte mal. Oh, sind die laut. Nimm das, Ballon. Hey, guck mal hier. Die hat Filme mit Bigfoot gedreht. Also bis jetzt... Ah, die rote Schlüsselkarte. The Real Ventilator. Dankeschön. Die rote Schlüsselkarte. Wir besitzen sie nun. Ich glaube, wir hauen uns lieber mal die Pistole auf die 2. Ey, Rolli, du bleibst aber so, wie du bist, ne? Boah, die Grafik ist echt, echt gut. Die ist really, really good. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Habe ich eigentlich sowas wie Ausdauer? Dem traue ich absolut nicht über den Weg. Oh, die Schadensmodelle sind doch gar nicht mal so schlecht. Die Mütze blutet gut. So, gehen wir mal durch. Wie geht's denn dem kleinen Keystroke? Dem geht es solide. Dem geht's eigentlich immer gut. Hat ja keine Sorgen oder Probleme. Der Papa regelt ja schon. Papa sitzt hier und macht die Kohle und der Kleine, der darf sie ausgeben. Sollen wir das... So haben wir das uns vorgestellt. Papa macht's Geld und der Kleine darf's ausgeben. Alter, was ist das? Ein lebendiger Organismus blockiert die Tür. What is this? Eine Anleitung, wie man Messer gegen Zombie benutzt. Dafür brauche ich keine Anleitung. Ich habe mittlerweile das Verständnis für ein Messer entwickelt. Das Spiel hält mich für dumm, ne? Okay, die Tür klemmt. Hier gibt es auch nichts. Ich habe jetzt diesen Bereich hier geöffnet. Muss hier irgendwas geben. Was kann nicht sein? Das kann doch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Die Kamera? Kann ich auch hier rein jetzt? Nee. Ey, Chef!
Aha. Was haben wir denn noch alles hier? Anwenden. Ah, cool, das muss man anwenden. Okay, wieder was gelernt. Ein spezielles Werkzeug, das zum Öffnen einfacher Schlösser verwendet wird. Kann ich... Kann ich damit vielleicht irgendwie eventuell... Kanister ist leer. Was haben wir denn übersehen? Ich meine, ich habe jetzt diese rote Karte hier unten eingesetzt. Kann ich hier vielleicht irgendwas bewegen? Ein lebender Organismus blockiert die Tür. Guck mal, der Schrank sieht doch auch irgendwie... Sieht doch verdächtig aus. Kann ich den bewegen? Da ist eine Tür dahinter. Die Frage ist nur, wie? Hier ist nämlich nichts zum Anklicken. Wie kann man diesen Schrank hier bewegen? Da ist auf jeden Fall eine Tür, da ist ein Durchgang. Aber ich... Ich kann mich noch dran erinnern. Doch, den konnte man irgendwie... Was ist das hier? Feuerzeug. Ah! Ahahaha. 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 Was habe ich denn hier? Der Virus E wurde gefunden. Ja, geil. Der E-Virus. Ist ja fast ein T-Virus. Dieser alte Tonbandgerät blockiert manchmal... Was? Blockiert manchmal und kaut das Band. Schauen Sie sich die Inschrift genau an, um zu sehen, ob das Spiel überlebt hat. Was? Diesem Player fehlt etwas. Okay, die Übersetzung ist ein bisschen weird. Ein altes Tonbandgerät. Great, now I can store my things here. Great, now I can store my things here. Leere Hülsen. Damit können wir wahrscheinlich Munition herstellen. Ah. Zwei Bänder zum Speichern. Inventar voll. So, also wie in Resident Evil, es ist halt wirklich Resident Evil. Das Spiel ist Resident Evil. Das kann man halt auch nicht anders sagen, ne? Es ist halt Resident Evil. Es ist halt wirklich Resi. So, hier können wir speichern mit. Annullierung. Kombinieren. Warum kann ich das nicht... Oh. What? So. Moment, anwenden. So, haben wir jetzt gespeichert? Ja, wir haben gespeichert. Ich würde sagen, wir machen das Tonband einfach mal hier rein, das andere. Wir haben noch zwei Slots, das geht. Aber den Schrank konnte man definitiv verschieben. Da bin ich mir... Bin ich mir sehr sicher. Ich weiß noch nicht mehr wie. So, Gesundheit ist stabil. Was haben wir denn eingesammelt? Irgendwas Wichtiges, irgendwas Relevantes? Manuel, Dankeschön.
Gehen wir nochmal oben gucken. Gehen wir nochmal nach oben und schauen uns da ein wenig rum. Immer schön das Messer rausholen. Komm, hol das Messer raus. I'm stuck. I need to open the map of the B1 floor and see where the door to the station is hidden. Okay, wie öffne ich denn die Karte? M? So, oh Gott, Krankenhaus. Die Station inspizieren. B1. What? Ach, kann ich jetzt die Tür erst machen? Mal, geht's hier noch irgendwie weiter? Nee. Ich schaue mich noch ein letztes Mal hier um. Da war Clowny, mein alter Kumpel. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier mit dem Hammer vielleicht ran? Nee, ist zu hoch. Ja, ich weiß, dass man mit dem Schrank interagieren kann, weil das ist ja eigentlich der Prolog, den wir schon mal gespielt haben. Ich wusste nur nicht mehr genau, was das triggert. Vielleicht geht's jetzt. Vielleicht geht es jetzt. Alter, der baumelt da oben ab, der Dude. Jetzt, ja, jetzt geht's. Man muss da anscheinend die Karte triggern. Na gut. Hä? Ach, der hat das Ding gezogen. Zombies? Das war ein super geiler Headshot, ne? Und er so, I don't give a. Alter, komm schon, Headshots zählen nicht. Alter, der hat aber gespratzelt, du. Das Labor ist irgendwie auch original aus den 90ern, obwohl, na, hier ist schon ein bisschen modernisiert worden. Schon wieder voll. Sachen ablegen. Warum ist hier so viel Blut? Hier ist so viel Blut. Hier ist noch mehr Blut. Hier ist noch ein Schlüssel. Ich muss Sachen ablegen. Hello, was sind das für Geräusche? Hä, was? Alter, der Job war mörderisch. Der Job war mörderisch. Der hatte eine echt harte Arbeitswoche, der Dude. Dem sind bei der Arbeit wirklich die Hände abgegammelt. So. Ich habe super viel... Ah, warte mal. Kann man nicht kombinieren? Ich dachte, Blut könnte man... Heal. A plus. Alright, warte mal hier. Das sind meine Waffen. Mal ein bisschen sortieren. Das Shotgun... Munition eventuell vielleicht. Alright, lass mal alles hier reinbuttern. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass man das irgendwie miteinander verbinden kann. A und B Blut. Ein goldener Schlüssel. Na, sieh an. Dankeschön für 100 Bibi-Bibi-Bits. Alter, die sind so saftig, die Zombies, ne? Schon richtig unangenehm.
Puka, dankeschön für 3 Monate Abo-Falle. Thank you very much. Thank you very much. Muss noch mehr Zeug hier reinschieben. Wir haben so viel Blut. Ist ja Wahnsinn. Oh Gott! Wow! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie mir hierher so hinterher wackelt. Lady? Oh, oh mein Gott! Ach, die kann man verbrennen! Okay, was bringt's, die zu verbrennen? Ach, wenn der Kopf nicht unten ist, musst du sie verbrennen. Okay. The evil within. Ich dachte erst, sie hätte was zu looten, aber auf einmal burnt die Alte hier weg. Hallo, ja bitte, haben Sie Schmerzen da hinten? Dr. Keys ist schon unterwegs. Ey, ist das nicht aus dem Backroom-Game? Freunde, das ist doch 1:1 aus dem Backroom-Project, was wir gespielt haben. Benka, dankeschön für 7 Monate Abo-Falle. Die Tür ist verklemmt. Tür ist auch verklemmt. Immer diese verklemmten Türen. Yummy. Männer verlieren dauernd den Kopf, aber Frauen sind ein bisschen robuster. Ach ja, Leute, Gewinnspiel läuft noch, ne? Wurde verlängert um 1 Monat. Also es ist ein neues Gewinnspiel. Ihr könnt diesen Monat wieder gewinnen, aber Rode bringt das ja im Urlaub, wie alle auf einmal im Urlaub sind. Guck mal, ich kann nicht in Urlaub. Urlaub, ihr seid alle so lustig. Alter, was bist du denn für ein hässliches Ding? Was hat der denn für eine Hand? Was kommen da für rote Schnüre raus? Bleib liegen, Bro. Oh yes, komm zu Daddy. Eine Winchester? Gerade haben wir ein sexy Upgrade bekommen. Was ist das denn hier? Kloning. Das Klonen eines Menschen ist eine Methode, um ein Embryo zu erzeugen und Menschen aus einem Embryo mit dem Genotyp einer bestimmten Person zu züchten. Mit dieser Methode können sie Klone von Menschen sofort züchten und ihre Organe als Spender für Schwerkranke verwenden, was zu 100% ohne Organabstoß führt. Im Todesfall ist es möglich, einen 100% ähnlichen Klon einer Person auf Wunsch von Angehörigen neu zu erstellen. Dazu reicht es aus, Stammzellen und die DNA des Patienten zu haben. Der Klonprozess wurde verbessert, sodass Zellen mit einer enormen Geschwindigkeit wachsen können. 5 bis 10 Minuten reichen aus, um eine Person im Alter von 50 Jahren neu zu erschaffen. Der Beginn einer neuen Technologie-Ära. Eine Notiz von Dr. Adam. Ich habe ein Material erfunden, das ausgeladene Elektronen ein Magnetfeld erzeugt. Dieses Material zieht die Atome des Virus E an und hat durch die Zerstörung dieser Elektronen eine verheerende Wirkung auf den Träger des Virus. Das Material ist so zerbrechlich, dass es ausreicht, es fallen zu lassen, um es zu zerbrechen. Und die Wirkung des Felds hört auf. Seltsamerweise bin ich ein Gläubiger, also habe ich es in Form eines Kreuzes gemacht. Wie kann man noch solchen Ereignissen kein Gläubiger werden? Okay. Ach, deswegen kann ich die Kreuze nicht abhaben, weil ich bin T-Virus-Patient. Jetzt habe ich das verstanden. Boah, Alter, hier richtig dick Munition, aber Inventar ist voll. Was mache ich denn jetzt? Patronen. Egal, dann spritze ich mir einfach irgendwie ein bisschen Suppe rein. Hab ja eh genug davon erstmal. Ein Satz Hülsen. Mist! Inventar ist voll. Hier gibt es so viel leckere Sachen. Na gut, das können wir versuchen.
Okay, das ist 1 zu 1 wie in Dying Light. Krass. Lucky Luke, dankeschön. Was ist das hier, ein Glas Mayonnaise? Okay, hier muss ich irgendwie nochmal rein. Das Glas Mayo könnte wichtig sein. Glas Mayonnaise, das könnte schon echt wichtig sein. Was ist das denn hier? Kann man das auch noch einsammeln? Boah, Schokolade ist am Start. Luxusleben ballert, ne? Einhorn Diva. Luxusleben ballert mal wieder. So, dann kann ich hier noch die Mayo mitnehmen. Was ist das hier? What? Er ist wieder frisch. Der Mann mit dem Gummiarm. Ey, jetzt machen wir einen Punkt. Also der will's wissen. Der will's wissen. Laborschlüssel 1. Komm, hol die Mayo raus. Wir spielen Zombie und Zombie-Vernichter. Kann man irgendwo sehen, wie viel Munition ich überhaupt besitze? Was ist denn los mit der Alten? So, die Troller kommt nie wieder. Stimmt, wir haben ja noch Pulver da hinten. That's right, da hinten war ja noch ein Pulver. Warte mal, hier unten war ich auch noch nicht drin. Ah ja. Der Meister hier ist gut durchgekaut, Freunde. Der ist ordentlich durchgenudelt. Den haben sie genudelt. Inventar voll. Lecco mio. Echt? Schon wieder voll? Was ist das hier? Kann man auch nicht kombinieren. Leere Hülsen kann ich auch nicht stapeln. Nee. Das Pulver ist uns erstmal verwehrt. Irgendwann mal, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal hier unten sind, können wir sagen, ey, da hinten war doch noch ein Pulver. Aber im Moment ist das Pulver für uns verwehrt. Verklemmte Tür. Alter, Jesus. Dankeschön. Jetzt irgendwie weiter? Nee, die ist auch verklemmt. Wieso töten Headshots die Viecher nicht? Ich kann es dir nicht sagen. Bei Resi ist es doch dasselbe Problem gelegentlich. Tür verklemmt. Tür verklemmt. Boah, jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt bin ich mit meinem verklemmten Latein am Ende. Naja, die Zombies kommen immer wieder, wenn du ihnen nicht den Kopf entweder zerdepperst oder sie halt burnst. Sonst kommen die Zombies immer wieder zurück. Wow! Alter! Boah, hab ich dir das Gesicht runtergeschält. Also die Schadensmodelle sind ja wild. Aber hier drüben ist noch was. Die Leiche der Frau zersetzt sich. Auf dem Namensschild steht Ariel Turner.
gute alte Ariel. Aha. Inventar ist immer noch voll. So, ich muss Sachen loswerden. Alright. Ich wurde getroffen. Oh, geil. Die Tür ist immer noch verklemmt. Also. Wir müssen das Kreuz deaktivieren. Können wir einfach dagegen schießen? Er hat ja gemeint in dem Brief, dass es sehr, sehr zerbrechlich wäre. Hallo? Los. Oh nö. Oh nö. Oh, der hat einen Helm und wie er läuft. Oh nö. Oh, das ist nice, dass ich ihm aufs Bein schießen kann. Den sollten wir verbrennen, den Dude. Mit seinem verdammten Helm. Wie OP einfach ein Helm ist, ne? Helm ist King. Helm ist einfach wirklich fucking King. Gibt einem Zombie einen Helm und er ist unbezwingbar. Wo kamen die denn her? Aus der Toilette? War das eine fiese Klobande? Kleiner Schlüssel. Igitt, was haben die hier getrieben? Geworfen. Das ist doch eine Rehvagina. I kill you. Warum liegt da eine Rehvagina im Waschbecken? Was ist das denn jetzt? Oh, guck mal hier. Edel. Einfach nochmal ein bisschen. How can I get into the hall? I should try to destroy the cross. I'll try to destroy the cross. Let's destroy the cross. Easy. War hier noch irgendwas Spannendes drin? Nö. Die Zeichnung vom kleinen Mädchen. Ah, guck mal hier, goldener Schlüssel. Hallo? Irgendjemand hier? Yes, baby. Hey, das ist wieder derselbe Kram drin wie beim letzten Mal. Ein Glas Mayonnaise und Munition. Ich meine nicht, dass ich mich beschwere. Boah, ist das blöd zu looten. Ich komme da oben nicht ran. Jetzt. Okay, jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen Muni gemaked. Nochmal Munition. Hey. Alter, Dankeschön, 3,33 €, bist der beste Kies. Bei mir funktioniert das Prime-Abo nie, Bussi Bussi. Dankeschön, schade, dass das Prime-Abo nicht funktioniert. Aber großes Dankeschön trotz allem für diese super liebe Spende. Sogar die Statuen hat er von Resident Evil übernommen, ne? Da sind ja diese kleinen Raccoon-Maskottchen.
vollständige Regeneration. Einige der Individuen haben ein einzigartiges Merkmal. Wenn sie zerstört werden, nach einer Weile wird der Körper in Atome zerlegt, die für eine Weile in der Luft schweben. Die Atome beginnen wieder DNA zu erzeugen, indem sie den Körper rekonstruieren. Sie regenerieren sich vollständig, stehen auf und gehen wieder. Auch wenn auf diese Weise tritt eine Infektion auf, während die Sporen in der Luft fliegen und auf einen neuen Träger übertragen werden. Eine vollständige Zerstörung ist nur durch Verbrennen des Körpers möglich. Die Metamorphose der Zellen toleriert keine hohen Temperaturen, was eine Schwäche ist. Bring me that Raccoon, dankeschön. Passt ja perfekt zum Spiel. Raccoon City. Inventar ist schon wieder voll. Ah, so eine Filmrolle wäre schon ganz nice. Wahrscheinlich ist der Arzt durch die Tür gegangen. Das Schloss ist kaputt. Ich brauche mehr Speichereinheiten, Friendos. Oh, guck mal, hier ist auch nochmal grün. Ach, wenn man die doch nur stapeln könnte. Wenn ich das hier mit dem hier verbinde, was bekomme ich dann? Nochmal Pistolenmunition, naja. Shotgun-Munition wäre geiler, aber... Verbinde das doch. Geht nicht. Warum nicht? Ach, das ist 19. Oh, das ist eine andere Art von Munition. Ah, shit. Snox, dankeschön für 2 Monate. Ich snoxe dein Auge. Und Cass, dankeschön. Virus anwenden, ja, nein. Was? Bin ich jetzt tot? What the hell? Alter, was jetzt? Ich bin ein Monster. Ohne Schniedel. Ich bin Werwolf? Was? Alter, wie krass ist das denn? What? Alter, ich bin einfach irgend so ein haariger Werwolf ohne Schniepli. Krass. Krass. Wie ich denn jetzt? Jeez, what's wrong with me? I need to figure it all out. What? Alter, was ist, hä? Ich hab den Werwolf-Virus. Was mit dem denn passiert? Hab ich ihn gegessen? Oh, snap. Damit habe ich jetzt irgendwie so gar nicht gerechnet. Was ist das denn jetzt? My father is sick. He got bitten when he was trying to save you from monsters. You were unconscious. Thanks. I owe him a lot. What happened to me? I don't remember anything. Can I help your father? Yes. Find the cure. Okay, I'll try to work this out as soon as possible. By the way, what is your name? Betty. Everything will be fine, Betty. I'll be right back. Lock the door behind me. Okay, warte einen Moment. Ich habe irgendwie auf einmal ein Sturmgewehr in der Hand gehabt. Das war ja ich eben. Inventar voll. Gib mir mal die Karte. Ich muss unbedingt mein Inventar ein bisschen erleichtern. Schwarzes Schießpulver.
Hey, Lady. Schlüssel erforderlich, ja toll. Ja toll, was mache ich jetzt? Benzin wegschütten. Kleiner Schlüssel. Ha. Jetzt bin ich gebimst. Ich glaube, ich schmeiße Benzin weg. Annullieren. Achso, das ist jetzt weg, oder was? Hä? Annullieren. What? Wie kann ich denn was wegwerfen? Pity! Ich weiß es nicht, wie lange ich heute mache. Keine Ahnung. Ah, hier geht wegwerfen. Hier nicht. Hm. Ah, okay. Das ist noch da. Okay, das ist ganz nice. Bah! Bah! Der war ja widerlich. Alter, hier! Mit seinem Mützchen! Was ist das denn für einer? Der Bäckermeister-Zombie. Kann ich nicht. Mist. Burn, Zombie. Ich nehme lieber die Waffe hier. Eine Winchester. Aber jetzt habe ich hier nochmal eine Winchester. Code ist benötigt hier. Igitt, der hat sich eingelullt. Das Schweinchen da drüben hat sich eingepinkelt. Anwenden. Mit etwas schließen, okay. Home sweet home, my friends. Home sweet home. Okay, hier muss ich auch irgendwas machen. Wo ich auch keine Ahnung habe, was. Komme ich hier ran? Orte Elite! Der Kies riecht nach alter Socke? Woher weißt denn du sowas? Schieben wir die Knarre hier mal ab. Das kommt auch mal weg. Die Mayo kommt auch mal weg. Zum Speichern würde ich jetzt gerne ein Band nehmen. Das würde ich gerne kombinieren mit dem hier. So, wait a moment. Kombiniere mal dies, kombiniere mal das, dann habe ich wieder Shotgun-Muni. Oh, hier ist auch noch ein Band zum Speichern. Das nehme ich natürlich. Jetzt speichern wir hier mal. So. Es wurde nun offiziell gespeichert. Yes. Oh, diesmal ist keine Mayonnaise drin. Diesmal ist keine Mayonnaise drin, sondern Patronen. So, ich bin ja so leicht angehittet. Ach, guck mal hier. Hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, hoch, runter. Ja, nice. Was habe ich damit jetzt genau ausgelöst? Hier kann ich auch noch runter. So, ich gönne mir mal ein bisschen Blood. Bin ich jetzt wieder voll geheilt? Nee. Warte mal. Rezepte für Handwerk. Patronen, Patronen, Patronen. Blutkombination. A plus B gleich AB. Ach nee, A plus B minus.
Huh. Ja, aber die konnte ich auch eben gar nicht verbinden. Chat. Wer will ein Sub? Oh, Alter Elite spendiert. Aber hier sind keine Leute, die die Subs brauchen, Alter Elite. Das ist zwar super edel von dir, aber irgendwie braucht das heutzutage niemand mehr, ne? Die Leute... Die sind alle so reich. So, ich müsste irgendwie so eine Sortierungstaste geben. Ist voll ätzend, dass ich das so hier per Hand machen muss. Guck mal, hier hängen jetzt halt die Sachen unten, ne? Das ist ein bisschen doof. So. Orte Elite hat es doch noch geschafft, einen zu finden. Irgendeine arme, verwirrte Seele. Die doch noch einen Sub haben will. So, ich habe noch ein bisschen Platz. Wir bräuchten halt mehr Inventory. Wir müssen überlegen, wie wir nach unten gehen können. Warte mal, hier ist noch Sprit. 4 Benzin. Ich habe wieder nur 2 Slots. Ich lege das Benzin mal da rein. So wichtig ist das Benzin jetzt auch nicht. Hau mal da rein, das Ding. So, was gibt's hier? Hier gibt's... Kann man das zerstören? Nee. Nix. Dankeschön, Orta Elite. Ein paar Leute sind noch sublos. Zimmer 4. Alter, was ist das denn für einer hier? Was ist das denn für ein Dude? Alpha-Einheit. Stimme der Sirene. Ihre Stimme ist wie ein Sirenenlied. Wenn sie anfängt zu singen, werden alle Männer betäubt und kommen zu ihrem Ruf und verbrennen dann lebendig. Zum Glück habe ich Ohrstöpsel in meinen Ohren gesteckt. What? Was ist das denn hier? Ein altes Computerspiel? Oldschool Horror? Ah. Okay, die Schubladen sind irgendwie ein bisschen merkwürdig. Muni. Ey, wie viele Munitionsarten es hier gibt. Hallo? Was? Was? Wo? Was denn? Dimitri, beruhige dich, Dimitri. Mach Mund zu. Ach du, der lebt ja immer noch. Was ist denn mit dem? Oh, der ist super schnell. Er will nicht sterben. Oh, jetzt. Boah, ich habe kein Benzin. Schlüssel erforderlich. Alien FX, dankeschön, Pikachu, dankeschön. Kacke. Ich bin nicht gewusst, dass der so hardcore unterwegs ist. Oh, habe ich den Hammer dabei? Ja. Loffi, dankeschön. What the... Crap. Oh Gott! My God. Oh, hab ich mich erschrocken, du Freak, Alter. Was mit dem hier? Ebola. Holy. Psst, hey. Kann man das Koop zocken? Nein, leider nicht. Alter, 10 Euro. Domax, dankeschön. Dickes, fettes Ultra-Dankeschön.
für diesen Mega-Zehner. Chick Slip, Dankeschön. Und Bloodman, auch ein Dankeschön. Okay, hier brauchen wir irgendeinen Code. Hey! Auf hier den Schrank. Das nehme ich. Ein Satz leerer Hülsen. Alter Exodus. Er sagt, schmeckt. Wirtschaftskrise ballert, ne? Alle anderen müssen sparen. Exodus darf gönnen. Uiuiui. Kommt zu Papa. Gelötet an die Wand. Was brauche ich denn hier? Im Taskform, aber ich muss unbedingt mal hier mich jetzt heilen. Dankeschön, Loffy, dankeschön. Yummy, yummy, yummy. Krokodil. Michael hat mit einem Raum, hat mich in einem Raum eingesperrt. Jetzt muss ich auf Hilfe warten. Ich bin am Bein verletzt, also bin ich nicht mit ihm gegangen. Mein kleines Handkrokodil fühlt sich nicht gut an. Ich werde es auf die Toilette bringen, vielleicht wird es dort überleben. Ich habe wenig zu essen, also hoffe ich, dass Hilfe bald kommt. Ich glaube, mein Zwillingsbruder lebt noch und ich werde ihn noch treffen. Alter Otter-Elite, Dankeschön. Exodus, ja, woher hat er auf einmal das Geld? Ich dachte, Vodafone steht kurz vorm Bankrott. Dankeschön. Und Dankeschön, Orta Elite, für 1000. Die alten Sounds. Naja, Bits hatten ja keine alten Sounds. Du kannst dir aber hier was wünschen, dann sind die alten Sounds sofort an, ne? Wenn du jetzt sagst, ey, ich brauche jetzt sofort einen alten Sound. Ich wünsche mir Spendensound XY. Dann kicke ich die dir sofort an. Die Geldgier bei mir ist grenzenlos. Vergiss das nie. Ich habe ein Feuerzeug, aber ich habe kein Benzin. Ich muss runter und mal hier tauschen. Auf der Toilette hat er sein Handkrokodil irgendwie. Ist das die Toilette? Nee. Dankeschön, Exodus. Soll ich die Sounds für dich aktivieren? Warte. Die alten Sounds sind weg, die neuen Sounds sind da. Und jetzt hat irgendjemand was gepst. Oh, oh, no. No, Alter. Extra für dich sind jetzt die Sounds aktiv, die alten. Alter, leck mich. Der ist ja unbesiegbar. Ich muss ihn unbedingt verbrennen. Loffy, dankeschön. Der Kopf ist auch unzerstörbar. Ich brauche Benzin.